die Situation in den Familien beziehungsweise vor allem für die pflegenden Familienangehörigen ist sehr belastend. Und auch wenn wir nicht imstande sind, auf die Schnelle so viel Pflegekräfte, wie wir bräuchten, zu aktivieren, das liegt aber an Versäumnissen der letzten Jahre und die Landesrätin weiß das auch. Wir haben es nicht geschafft, die Pflegeberufe so attraktiv zu gestalten, damit sie auch mehr Zuzug bekommen, sei es aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Und das ist kein Phänomen, das nur in Südtirol herrscht, sondern in ganz Mitteleuropa. Trotzdem hat hier Südtirol in den letzten Jahren viel zu wenig getan. Klatschen am Balkon ist am Ende immer zu wenig. Es muss bei den Leuten ankommen. Hier, Landesrätin Deeg, geht es darum, in diesem Beschlussantrag, zumindest interpretiere ich es so, und das wäre ein ganz wichtiges Zeichen, dass das vom Landtag auch hier ausgeht, dass das Land in Vorleistung geht und nicht schon wieder die Bürger. Denn derzeit, wer zahlt drauf? Die zu pflegende Person, also die bedürftige Person und die Angehörigen, die draufzahlen, weil man hier nicht verwaltungstechnisch nicht hinterherkommt, um die Einstufung vorzunehmen. Also liegt der Ball ja nicht bei denen, sondern der Ball liegt bei der Landesverwaltung beziehungsweise auch bei der Landespolitik. Und hier muss man den Spieß umdrehen und sagen, es tut uns leid, dass wir nicht regulär vor Ort sein können und die Einstufung vornehmen können. Im Gegenzug bieten wir aber an, dass ich die Pflegestufe freigebe und dann bin ich der, der nach als Land dann später die Kontrolle macht, ob die Einstufung auch stimmt oder nicht. Aber ich kann nicht die Leute alleine lassen. Denn sie haben nicht Schuld daran, dass man hier nicht hinterherkommt. Also ich glaube, das wäre ein wichtiges Zeichen. Und die Leute suchen ja auch nicht aus purem Jux um Pflegegelder an. Sondern da geht es wirklich ans Eingemachte. Besonders im Hinblick auf die restliche Situation und Teuerungswelle, die wir ja eh schon haben. Und man unterstellt den Bürgern sozusagen, ihr würdet hier von vornherein betrügen wollen und so. Und liebe Leute, ihr kennt unsere alten Menschen, unsere Senioren in Südtirol. Meistens, wenn diese Einstufung kommt und dann gefragt wird, kannst du dich oder können sie sich noch selber anziehen oder die Socken anziehen, dann sagen unsere Leute, weil sie nur ein bisschen Stolz haben und sagen, ja natürlich kann ich das, obwohl sie es längst schon nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Also meistens sind die ja eh schon zu nieder eingestuft, seien wir uns da ganz ehrlich. Deswegen hier in diese Vorleistung zu gehen, wäre gut und billig, weil wirklich der Ball hier bei der Landesverwaltung und bei der Landespolitik liegt.